So, jetzt darfst du auf einmal. So, nachdem Christoph jetzt so in Fahrt war, er ist gespannt auf die anderen Fragen, denn die habe ja noch immer ich. Und deswegen machen wir jetzt trotzdem gleich weiter mit dem Teil 2 unserer Nachrichtensendung mit dem Beantworten eurer FAQ-Fragen. Danke nochmal an dieser Stelle für die vielen lieben Fragen, die ihr uns gestellt habt. Ja. Und ja, ich habe sie mir noch gar nicht genau durchgelesen, auch noch keine Gedanken dazu gemacht. Und deswegen würde ich sagen, wir legen direkt los. Genau. Mit Teil 2 des FAQ-Antwort-Videos. Gut, von Klaus Werle ist die Frage, wie groß wird die City noch? Naja, das lässt sich relativ leicht beantworten. Ja. So groß wie halt der Raum ist, wo die Lego-Stadt steht, und dass man sich noch so seitwärts wie ein Krebs gerade vorbei bewegen kann an dem, zwischen den Platten und der Wand. Das ist so die Voraussetzung. Man muss noch überall hinkommen. Aber sonst wird sie vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen wachsen können. Aber es ist alles sehr knapp bemessen. Das heißt, zu viel essen dürfen wir nicht, weil sonst kommen wir einfach nicht mehr vorbei. Und dann muss halt unten durchgekrabbelt werden. Das stimmt allerdings. Dann, wann kommt das erste Bricks Go Wild Baby? Finde ich auch eine sehr süße Frage. Ich finde, unser erstes Baby ist die Stadt. Ach so. Oder? Ja, habe ich noch gar nicht dran gedacht, aber stimmt eigentlich. Es ist ein Projekt, welches auch sehr viel Pflege braucht, sehr viel Arbeit in Anspruch nimmt und schlaflose Nächte bereitet. Und ja, es gibt jeden Tag was Neues, womit wir nicht gerechnet haben. Bisher läuft zum Glück alles ganz gut, aber ja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Genau. Falls sich andere anbahnen, erfährt ihr sicher als erstes. Am ersten Tag, noch bevor wir es wissen. Und wenn, dann nur auf diesem Kanal. Ich meine, das ist ja ganz klar. Gut, dann Steinklusiv hat gefragt... Die Brille, mich blendet heute dieses Studiolicht ein bisschen. Bitte setz sie auf. Steinklusiv hat gefragt, und das passt jetzt ganz gut, warum ist die Studiowahl auf die Küche gefallen? Ja, wir haben eine riesengroße Wohnung und da gäbe es sonst keine Möglichkeit, außer hier zu filmen. Deswegen sind wir hier in der Wohnküche. Ja, leider haben wir kein besseres Studio. Ja, ihr wisst ja vielleicht aus diversen anderen Videos oder Streams, dass wir das schon mal gesagt haben. Wir wohnen ja leider nicht dort, wo unsere Lego-Stadt steht, sondern etwa 150 Kilometer davon entfernt. Und ja, das bringt uns jeden Tag dazu, uns in den Schlaf weinen zu müssen. Aber es lässt sich nicht anders machen. Wir sind ziemlich viel Zeit hier in unserer Wohnung. Und ja, wenn wir bei der Lego-Stadt sind, dann filmen wir natürlich dort. Wenn wir dort nicht sind, dann fällt die Wahl hier auf unsere neu moderne Küche. Genau, da haben wir einen schönen Tisch und auch ein bisschen Platz. Und da geht sich das dann super aus. Gut, dann Markus Werner hat gefragt, ob unsere Berufe irgendwie in der Stadt verewigt sind. Es gibt eine Schule in der Stadt, ja, es gibt die Newberry High School. Von Hidden Side, genau. Wobei, ob das jetzt so eine gute Schule ist, weiß ich nicht. Ich wollte gerade sagen, ich bin mir jetzt nicht so sicher. An sich eine zweite Schule zu bauen, hatte ich jetzt nicht vor. Da bin ich eher noch beim Bahnhof und beim Flughafen. Seht euch das mal an. Habt ihr also richtig gehört, oder? Vielleicht ich auch. Irgendwann mal, ich weiß es nicht. Aber nachdem wir jetzt mal... nachdem wir jetzt die Highschool schon haben, ist es, glaube ich, fürs Erste genug Schule für unsere Stadt. Ich glaube auch. So viel an die Arbeit denken wollen wir ja auch nicht. Nein. Genau. Dann von Na Vogel ist die Frage gekommen, was sind die verrücktesten, sinnlosesten Kommentare unter euren Videos? Da gibt es, ich weiß nicht, sinnlos, bin ich mir jetzt nicht so sicher, gibt es sicher auch. Naja, gibt es schon auch. Aber ich finde Verrückte, finde ich sehr cool. Ich suche jetzt noch den einen, den ich zuerst gelesen habe. Also vielleicht es gibt schon Leute, die schreiben sehr gerne Erster oder Zweiter oder Dritter unter unsere Videos. Dann gibt es immer wieder Leute, die schreiben nur Hallo. Oder dann gibt es Leute, die so viele Links posten, dass YouTube die Kommentare als Spam markiert. Bestimmt.
Das kommt natürlich auch vor. Aber ich finde immer die Kommentare so super, wo ich dann einfach extrem, also da, bei manchen muss ich einfach sehr lachen. Wie zum Beispiel bei Beowulf73a, der hat unter dieses FAQ-Video gepostet, wer die Stufenfliege neben Rita ist. Und ich habe mich zuerst nicht ausgekannt, habe mir dann das Video nochmal angesehen und habe dich mit der Brille sitzen sehen. Ja, das hat mich sehr amüsiert und ich finde solche Kommentare immer extrem cool. Finde ich auch. Ja. Also wir lieben eure Kommentare, wir haben es euch schon des Öfteren gesagt, wir freuen uns da immer sehr und nehmen uns auch die Zeit, alle zu lesen und zu beantworten. Ja. Und ja, da waren schon der ein oder andere auch etwas lustigere Kommentar dabei. Ja. Aber wir wollen da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Gut. Dann haben uns die Joy Forest geschrieben. Liebe Grüße an euch beide. Die haben uns unter anderem gefragt, was unsere Lieblings-Lego-Minifigur ist. Schwierig. Schwierig. Das ist sehr schwierig. Ja. Die Frage ist natürlich, normale Minifigur oder irgendeine spezielle Minifigur, weil ich habe gerade an die ganzen Disney-Figuren gedacht. Und ihr wisst, Disney ist bei mir immer sehr, sehr, sehr hoch im Kurs. Schwierig. Ich glaube, bei mir ist es der klassische 9-Volt-Lokführer mit dem dunkelblauen, mit der dunkelblauen Uniform und der roten Kappe. Okay. Ich glaube, bei mir wäre es eher irgendwie so in Richtung Anna oder Elsa oder sowas von Frozen. Auch eine gute Wahl. Das sind meine Lieblingsfiguren. Die finde ich sehr süß und auch von der Frisur her und so. Gefallen mir sehr gut. Dann, Sören hat geschrieben, was macht ihr mit der Ninjago City und dem Hafen, ob wir dort noch weiterbauen? Ja, Ninjago City haben wir erst vor kurzem diskutiert, überlegt, was wir da machen sollen, denn, ich weiß nicht, habt ihr schon gehört, es kommt ein neuer Teil zur Ninjago City dazu. Ja. Wir und ihr sicher auch haben Monate, wenn nicht Jahre drauf gewartet. Eigentlich hatten wir keine Hoffnung mehr, der Ninjago City, ja. Ninjago Movie ist eigentlich durch. Aber ja. Jetzt hat Lego, oder besser gesagt irgendjemand verlautbaren lassen, dass eventuell im Frühling 2021 da ein dritter Teil herauskommt. Mhm. Und jetzt haben wir unsere Pläne momentan wieder mal ad acta gelegt. Ja. Weil wir gesagt haben, egal was wir jetzt machen, wenn da dann ein dritter Teil rauskommt, dann passt das sowieso vorne und hinten nicht mehr. Also da warten wir jetzt noch ein bisschen, bis es da vielleicht konkretere Infos und Bilder gibt. Und da ist der Hafen vielleicht ein bisschen leichter. Den Hafen wollen wir jetzt auch demnächst mal etwas verschönern. Mhm. Leider hat mir Rita alle dunkelblauen Teils weggenommen, die wir zum Verbauen des Meeres verwenden. Da muss ich mir jetzt extra wieder welche nachbestellen und dann werden wir sicher auch dort mal das ein oder andere Update dazu posten. Ja, leider. Ich weiß. Eben. Eine der besten Fragen übrigens, die wir hier bekommen haben, von Hügel76. Habt ihr auch Züge? Nein, leider nicht. Sehr süße Frage. Ja, nein, also leider haben wir keinen einzigen. Genau. Das Getränk schmeckt mir so gut aus meinem neuen Becher aus dem Legoland. Vielleicht schaut ihr mal rein, wir haben doch vor kurzem über allein nur 9-Volt-Züge ein Video gemacht. Vielleicht da einfach mal reinschauen. Genau. Züge, die wir gerne hätten, aber nicht in unserem Besitz sind. Genau. Dann David Dietzmann hat geschrieben, ob wir auch planen, eine Rettungswache als Mock zu bauen. Habe ich noch nicht daran gedacht, aber es ist eine super Idee, finde ich. Das ist eigentlich eine gute Idee. Wir haben ja das neue Lego City Krankenhaus und dann noch ein älteres Krankenhaus aus den, ich glaube, Anfang der 2000er Jahren. Mhm. Aber das könnte man durchaus mal ins Auge fassen. Mhm. Coole Idee auf jeden Fall. Und Esplaygo hat geschrieben, wieso ruht kein treuer Piratenkahn in eurem Hafen? Die wurden versenkt, die Piratenschiffe. So ist die Geschichte, ja. Ja. Wir haben das Piratenschiff, dieses, jetzt weiß ich die,
weiß ich, 6286, wenn ich mich nicht täusche, okay. Ich weiß den Namen jetzt nicht, da sind wir gerade dabei, das wieder aufzubauen. Mal sehen, vielleicht schaut das Schiff mal im Hafen vorbei. Aber die anderen haben sicher keine Freude, wenn da Piraten reinkommen, kommen sicher gleich Probleme mit der Polizei. Ja, aber wir planen, das Schiff in den Vergnügungspark hinten zu stellen, wo die Barracuda Bay ist. Ja. Mhm. Dann Lego Rolf hat geschrieben, wer ist Lego Verrückter von euch beiden? Wieso? Naja, weil ich interessiere mich für Lego, aber ich beginne nicht gleich zu weinen, wenn wir irgendwo in einem Spielzeuggeschäft sind und wir sehen ein neues Set und es wird nicht gegangen. Ich möchte es haben, aber wir bekommen es nicht, dann bin ich etwas, wie soll ich sagen, nicht ganz so geladen und nicht ganz so emotional. Okay, das ist ein gutes Argument. Gut, dann lasse ich das mal so stehen. Dann Basti Fuchs hat gefragt, ob wir auch einen Wolkenkratzer in unsere Stadt einbauen werden. Auf jeden Fall, super Idee. Also ja, das scheint so jetzt in letzter Zeit ziemlich modern zu sein, egal welche Lego-Stadt man ansieht. Man sieht überall entweder einen oder auch mehrere Wolkenkratzer. Die Idee geistert auch schon länger in unseren Köpfen herum. Wir haben da aber jetzt noch keine konkreten Vorstellungen, wie der aussehen soll. Die Frage, wie hoch soll er werden, wo soll er stehen? Wenn es mal soweit ist, dass wir einen Finanzdistrikt planen, dann seid ihr natürlich die Ersten, die da Bescheid bekommen. Im Moment weiß ich noch nicht, ob wir das irgendwo mal hinbauen. Mal sehen. Ich sage niemals nie. Also es kann sich leicht ändern. Dann der Steinemeister, Klemmbausteine für Erwachsene. Wir grüßen dich. Wir grüßen alle, die eine Frage geschickt haben. Ganz klar. Es hat gefragt, wie viele Meter die Legobahn ist. Wir wissen es nicht. Also ehrlich gesagt, ich habe da nicht mitgezählt. Ja, das Layout ist so, ich glaube, ungefähr 15,5 Meter lang und an der breitesten Stelle 4-5 Meter oder sowas breit. Und die Bahn schlängelt sich da so durch, also ihr könnt euch dann ausrechnen, wie lang die sind. Wir haben gar nicht mitgezählt, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall läuft die 9-Volt-Bahn mit nur einem Trafo perfekt. Seht ihr mal, was das für ein Qualitätsspielzeug ist. Ein großer 9-Volt-Fan, ja, ihr wisst es. Trägt Christoph die Tots am Bänder freiwillig? Wenn er sie trägt, trägt er sie heute freiwillig. Heute habe ich gar keines oben, nein, übrigens. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Ich glaube, dort hinten irgendwo beim Fernseher. Auf jeden Fall, nein, ich habe ihn nicht gezwungen. Er trägt sie wirklich freiwillig. Ich habe es auch nicht glauben können im ersten Moment, aber... Der Mann von heute kann sich doch wohl so ein modisches Accessoire gönnen. Warum auch nicht? Auf jeden Fall. Dann von Dave Kraus... Der hat uns, der hofft, dass wir eine schöne Hochzeitsreise im Legoland hatten, auf jeden Fall. Hatten wir, vielen Dank. Sehr schön sogar. Ja, und Paul Henschke hat gefragt, ob die Zugstrecke auch noch mit Platten ausgelegt wird. Ja, wollen wir, auf jeden Fall. Nur da brauchen wir schon einige Platten. Und wir haben uns da noch kein genaues Konzept überlegt, wie das aussehen soll. Da werden wir vielleicht mal auf einer kleinen Teststrecke ein bisschen herumprobieren. Vielleicht fragen wir dann sogar auch euch, was euch am besten gefällt oder was ihr denkt, das am besten in unsere Stadt hineinpasst. Da sind wir noch nicht so weit. Aber das steht auf jeden Fall auf der Agenda. Ich glaube, eine Frage, die sehr eng mit dem zusammenfällt, ist von Raphael. Was ist euer am öftesten gekauftes Set? Ja, das wird wohl eine 9-Volt-Schiene sein. Ich glaube nämlich und auch. Ich glaube, leider mitteilen zu müssen, es ist wahrscheinlich nicht die heiß begehrte Gerade, sondern bestimmt die Kurve. Mhm. Wir haben einige Zugkonvolute gekauft, einige Eisenbahnsets und da sind meistens gleich zum Teil 200 oder 300 Kurven drinnen gewesen. Ja. Aber ich glaube, auch die Gerade haben wir einige hunderte Mal. Also das wird es wahrscheinlich sein. Und haben wir gerade erst drüber gesprochen, irgendeinen Lego City Bahnhof, ich glaube, das ist der neueste mit diesem Vordach, ich weiß jetzt die Nummer nicht, der aus 2014, glaube ich,
Da habe ich mal vergessen, dass wir den schon gekauft haben und habe ihn nochmal gekauft und dann war er in einem Konvolut noch zwei, dreimal drinnen. Und ja, vielleicht bauen wir daraus mal einen richtigen Bahnhof. Also das Das wäre Set mal haben wir möglich. auch relativ oft, aber das war eigentlich nicht Absicht. Manchmal passiert sowas. Genau. Dann fragt der Domino-Fan 0803, wie viele Videos wir vorproduzieren, um dem Uploadplan nachzukommen. Und ich muss sagen, weil genau dieses FAQ-Video definitiv vor der Hochzeit entstanden ist. Ein kleiner Detective Pikachu. Eigentlich produzieren wir jedes Wochenende, wann wir einfach Zeit haben, unsere Videos und nicht wahnsinnig viele vor, denn das wäre ja dann noch viel mehr Arbeit, als es eigentlich eh schon ist. Also dem so weit Aber kommen wir ja natürlich, gar nicht mit der Lego-Stadt. stimmt. Aber natürlich zum Beispiel für die Hochzeit haben wir schon ein, zwei Videos vorproduziert, denn wir könnten ja nicht an dem Samstag, an dem wir geheiratet haben, und schnell für, keine Ahnung, eine Stunde verschissen, ein Video Es aufnehmen, muss sein, schneiden. ja. Das wäre nicht gegangen. Also Nein. das wäre ein bisschen zu viel gewesen. Aber für solche, wenn wir wissen, dass wir da nicht da sind oder so, dann produzieren wir schon vor, aber nicht wahnsinnig viel. Denn so ist es eigentlich schon sehr Genau, Rita hat da schon zeitaufwendig. recht. Natürlich kann es mal sein, wenn wir, wie gesagt, gerade bei der Lego-Stadt sind und Genau. viel Neues zu berichten haben, dann nehmen wir halt gleich noch ein zweites Video auf. Ansonsten ist es bei uns so, dass wir viele der Videos oft am Abend oder teilweise sogar in der Nacht aufnehmen und am nächsten Tag in der Früh kommt das Video dann schon. Das heißt, das muss dann noch geschnitten werden, abgeloadet und eingestellt bei YouTube. Also wir versuchen das auch immer ziemlich zeitnah zu machen, denn es macht ja irgendwie auch keinen Sinn, wenn wir dann 20 Videos vorproduziert haben, die sind alle schon fix und fertig Nein. eingestellt. Ihr seht dann die Videos einen Monat später, wir wissen überhaupt nicht mehr, was eigentlich in dem Video war Ja, und dann macht auch das Kommentare ja. beantworten Also, keine und Freude mehr. sicher ist zum Teil ein paar Tage sind wir voraus, aber wir wollen ja, dass ihr mehr oder weniger live bei dem Projekt dabei seid und wirklich auch mitgestalten könnt. Weil wenn ihr dann zum Beispiel zu irgendeinem Projekt, wie es jetzt bei der Baustelle oder beim Einkaufszentrum war, sagt, probiert doch mal das aus oder könnt ihr vielleicht hier oder da noch was ändern. Und wir sind aber mit unseren Videos schon 2 Monate im Voraus und die Stadt sieht schon ganz anders aus, dann wird das Dann wahrscheinlich ist es nicht so viel wirklich. Sinn machen. Ja, Nein. genau. Dann ist die Frage von Markus Sänger, ob wir eigentlich alle originalen Modular Buildings haben oder auch welche rebrickt haben. Das können wir euch ganz schnell beantworten. Und zwar sind die Modular Buildings, die während ich in den Dark Ages war, herausgekommen sind, rebricked. Das bedeutet die Market Street, das Café Corner und der Green Grocer. Diese drei haben wir mit Bricklink rebricked. Ziemlich aufwendig, ziemlich teuer. Oh ja. Und alle anderen Modulars, die waren damals dann noch am Markt, die dann nachher herausgekommen sind und seitdem kaufen wir uns die eigentlich immer direkt, wenn sie herauskommen. Genau. Dann Frage von Patrick Paul. Dürfen eure zukünftigen Kinder auch mit der Lego-Stadt spielen? Wir werden sehen, wie wir das machen. Natürlich. Weiß ich nicht. Ich kann mir das gerade nicht vorstellen, dass wenn das ein super kleines Baby ist, dass der dann die Hälfte der Stadt zerhaut wie Godzilla. Aber ich glaube, das wird angelernt und das wird dann auch. Ja, wir können es jetzt Ja. natürlich auch nicht so machen, dass wir unsere Kinder nur mit Handschellen hinten am Rücken in die Lego-Stadt hinauflassen. Es wird natürlich nicht ganz einfach. Es wird sicher das ein oder andere Mal was kaputt gehen, so ähnlich wie bei Lego Movie. Ja, stimmt. Aber ja, wir hoffen mal, dass das früher oder später mal Ja. sich in geregelte Bahnen begibt. Ich kann mich erinnern, ich habe auch meine ersten Lego-Sets relativ bald in der Geschichte bekommen. Da war ich eigentlich noch im Duplo-Zeitalter, als ich schon Lego-Sets bekommen habe. Und für mich waren die Lego-Sets immer heilig. Ich habe mich da immer sehr darum gekümmert. Und ja, wir hoffen mal, dass das auch bei unseren Kindern mal so wird. Wir wissen es natürlich noch nicht. Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Steinekeller hat gefragt, wie reagiert ihr auf negative Kommentare und berührt euch das? Und da muss ich sagen, wir bekommen zum Glück relativ wenig
negative Kommentare. Ihr seid auf jeden Fall super. Ja. Hoffentlich ändert sich das jetzt nicht nach diesem Video. Ich hoffe auch. Aber wir sind eigentlich ganz glücklich, dass wir nur ganz, ganz wenige negative, wirklich blöde Kommentare bekommen. Mhm. Und wenn, ja, also es ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Man muss immer differenzieren, meint diese Person das jetzt ernst oder ist vielleicht wirklich an dieser Kritik was dran, was wir vielleicht ändern könnten? Oder ist es einfach nur, ja, aus Jux und Tollerei ein doofer Kommentar? Wir haben uns auf jeden Fall, das ist so mehr oder weniger ein Überlebensmotto des Showbusiness sozusagen, das angewohnt, dass wir das nicht zu nah an uns heranlassen. Nein. Also es sind schon diverse wirklich blöde Kommentare gekommen, aber wenn wir uns das jedes Mal jetzt zu Herzen nehmen würden, dann würden wir sicher zugrunde gehen. Und es sind ja auch so wenig, also trotzdem. Ja. Und es sind so viele positive und ich denke mir, dann nehmen wir doch lieber die positiven als die negativen. Wenn 99% der Kommentare super positiv sind, genau, werden wir uns nicht an einem blöden Kommentar irgendwie die ganze Freude an unserem Hobby nehmen lassen. Genau. Kommen wir zu einem besseren Thema, nämlich von Jonas K. die Frage, was ist eure Lieblings-Lego-Farbe? Ich glaube, so dieses helle Blau, ich glaube Medium Blue heißt das. Das ist eine tolle Farbe, ja. Das genau. Habe ich mir auch lange Zeit immer auf meiner Top 3 der Lego-Farben gehabt. Meine Lieblingsfarbe, ich weiß nicht warum, so, ist irgendwie... Ich glaube, das ist es. Genau. Bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht Teal ist, aber... Echt? Medium Blue ist ein bisschen was anderes, weil dieses... Oder vielleicht sieht es auch nur durch meine Sonnenbrille... Ich wollte gerade durch sagen. Durch meine Sonnenbrille schon anders aus. Siehst du? Meine Lieblingsfarbe ist... Kann schon sein, ja. Dann entschuldigt mich, dann war es wirklich die Sonnenbrille. Meine Lieblingsfarbe ist auf jeden Fall Sand Green. Sehr gut. Wie der Green Grocer. Auch sehr schön. Mhm. Dann, was war euer erster Lego-Zug? Die 4563 aus dem Jahr 1991. Ein 9-Volt-Zug, dieser rote Güterzug. Den ersten Zug. Hall and Cargo Railway, glaube ich, heißt der. Den ersten Zug, den ich gebaut habe, war mit dir der Weihnachtszug. Der originale Weihnachtszug 10-1... 7-3, nein, irgend sowas, glaube ich, aus dem Jahr 2016 haben wir auch aus Bricklingsteinen rebrickt, genau. Ja. Dann habt ihr noch andere Haustiere außer François? Also wir selbst nicht, weil selbst wir auch eben nicht. So eine große Wohnung haben. Deswegen haben wir uns gedacht, zur Wohnung passend ein großes Haustier, deswegen auch der Zwerghamster. Aber wir sind sehr tierlieb. Ja, und wir haben sehr viele Katzen in unserer und genau, Familie. Unsere Eltern haben alle liebe Kätzchen, die wir sehr hegen und pflegen, genau, wenn wir dort sind. Und mein Vater hat einen Goldfischteich und solche Geschichten halt. Stimmt, genau. Da haben wir schon viel beantwortet. Spike Bro fragt noch, ob wir unseren Zoo endlich mal vorstellen. Machen wir demnächst. Danke für den Hinweis. Den wollen auf wir schon länger Fall. Mal filmen, aber wir haben dann immer wieder was anderes, was wir vor die Linse zerren müssen. Das stimmt. Stefan Lego fragt noch, ob wir einen Schattenbahnhof bauen. Haben wir auch vor. Wir haben so viele Züge, die momentan noch in Kisten rumstehen oder am Boden. Ja, das geht gar nicht. Und ja, wir haben den Plan, dass wir das alles in eine Art U-Bahn integrieren, aber das wird bestimmt noch etwas dauern. Also U-Bahn kommt... Aber nicht nächste Woche oder so, sondern es wird ein bisschen dauern. Jens Jonescheid hat geschrieben, er ist auch am Planen seine eigene Stadt und wollte fragen, gute wieso Idee. Unsere Welt so platt ist. Ja, weil es einfacher ist. Das auf jeden Fall, ja. Und weil es wenig Steine braucht. Ja. Ja, würden wir unendlich viele Steine haben, glaube ich, hätten wir auch ein Hügelland und wir hätten auch so viele Pflanzen. Ich habe so viele schöne Pflanzenteile gesehen, die ich alle gerne haben wollte. Und der Christoph sagt dann immer, nein, das kostet so und so viel pro Pflanze. Und ich bin dann immer so, okay. Dann ich sage nicht nein, aber ich sage, du weißt, wir müssen schauen. Wir haben zum Beispiel jetzt in Legoland ziemlich viele Pflanzenteile gekauft, weil die dort relativ günstig waren, aber... Ja, wenn dann mal bei Bricklink so ein Blatt in Normalgrün 30, 40 Cent kostet, kann man sich ausrechnen, was da alleine ein Baum kostet. Genau. Nichtsdestotrotz wird unsere Stadt trotzdem jetzt begrünt, denn wir haben ja im Legoland viele Pflanzenteile gekauft. Genau. Und die letzte Frage von Max Monster ist eben auch die Frage, ob es einen Untergrund geben wird.
haben wir im letzten Video schon beantwortet, ja, wir planen, also es wird auch noch länger dauern, wir planen eine Unterwasserwelt, eben vielleicht einen Schattenbahnhof, vielleicht kommt der auch unten rein, U-Bahn, es gäbe so viele tolle Sachen, aber ja, es dauert einfach ein bisschen. Genau. Es soll ja ein so Projekt sein, was noch ein bisschen dauert, aber... Wir haben es geschafft. Okay. Falls eure Frage jetzt nicht dabei war, was durchaus sein kann, denn ich glaube, wir haben etwa 100 Fragen erhalten, dann dürft ihr euch bei Rita beschweren, denn sie ist die Sekretärin, die das mit den Fragen gemacht hat. Ich habe gesagt, ich stehe nur mit meiner Expertise zu uns und unserer Lego-Stadt zur Verfügung. Also Beschwerden bitte an Rita von Bricks Go Wild. Aber ich glaube, wir haben in Summe alles beantwortet, denn manchmal sind die Fragen etwas verändert gestellt worden, aber es sind ziemlich ähnliche Fragen gewesen. Ich hoffe, eure Frage ist wirklich beantwortet worden. Sonst. Wenn nicht, dann stellt sie einfach nochmal. Ja. Vielleicht nehmen wir uns dann nochmal die Zeit. Es kommt auch übrigens wieder mal ein FAQ-Video. Wir lassen jetzt mal ein bisschen Zeit vergehen, denn jetzt kommen sonst wieder genau dieselben Fragen. Nein, das geht nicht. Es wird sich sicher wieder was tun. Dann gibt es wieder ein neues FAQ-Video. Dieses Video haben wir ja angekündigt zu unserem 2000 Abonnenten-Spezial. Jetzt hat es relativ lang gedauert, bis das dann gekommen ist. Aber es hat mir jedenfalls sehr Spaß gemacht und es war für uns auch mal interessant, was euch so an uns interessiert, was so die Themen sind, die so in eurem Kopf herumschwirren, während ihr eines unserer fantastischen Videos anschaut. Wir hoffen, dass wir einiges beantworten konnten. Seid uns bitte nochmal nicht böse, wenn wir eure Frage jetzt nicht genau im Wortlaut beantwortet haben. Wir haben unser Bestes versucht, aber es ist so schon sehr lange geworden, das Video. Vielleicht machen wir mal ein Spezial. Es ist auch noch immer übrigens ein Livestream ausständig. Vielleicht setzen wir uns auch mal live vor die Kamera und beantworten dann die Fragen direkt ohne Verzögerung. Ja, wir werden sehen. Aber ja, jetzt haben wir wieder viel zu tun. Wir fahren jetzt dann wieder zur Lego-Stadt und bauen etwas weiter. Und da können wir ja nicht den ganzen Tag eure Fragen beantworten, sonst kommen wir zu nichts. Also ist überhaupt, das ist doch hoffentlich verständlich dann für euch. Dann ist keine Unterwasserwelt und dann gar nichts. Dann geht da überhaupt nichts weiter und wir können eure tollen Ideen nicht umsetzen. Denn ja, wir profitieren da wirklich sehr davon. Ihr habt immer tolle Vorschläge und auch die Fragen haben uns so ein bisschen wie in eine Richtung gelenkt. Also nicht, dass wir jetzt komplett was anderes machen als sonst, aber es ist schön zu sehen, was euch an uns so interessiert und was ihr gerne sehen würdet und so weiter. Also war das für uns eigentlich auch ganz nett. Auf jeden Fall. Deswegen haben wir das ja auch gemacht. Und deswegen machen wir auch weiter Videos und freuen uns immer wieder über eure Kommentare und ja, über eure Ideen auch. Ganz richtig. Und deswegen wünschen wir euch jetzt noch einen schönen Tag. Danke fürs Einschalten. Danke, dass ihr so lange dabei geblieben seid, uns die Fragen gestellt habt und jetzt hoffentlich nicht böse seid, wenn eure Frage nicht beantwortet wurde. Sonst, wie gesagt, ich erwähne es nochmal, Beschwerde an Rita von Bricks Go Wild. Und ja, wir sehen uns dann demnächst wieder mal. Ich hoffe vielleicht sogar auch von unserem Dachboden, was dort so los ist. Seht euch auch das erste FAQ-Video an, welches wir jetzt hier oben einblenden werden. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, da haben wir auch einige Fragen beantwortet. Und ja, dann... Ich glaube, das war jetzt so ziemlich die längste Verabschiedung, die wir jedes Mal in einem Video gebracht haben. Aber ja, danke für eure Zeit auf jeden Fall, die ihr mit unseren Videos verbringt. Wir wollen euch jetzt nicht länger aufhalten. Es gibt noch viele andere tolle Sachen zu entdecken auf YouTube oder in der realen Welt. Baut was von Lego, lasst eure Eisenbahn fahren, schickt uns eure Ideen, eure Meinung, eure Erfahrungen, was ihr so alles baut und dann ja, freuen wir uns, wenn wir wieder mal was von euch hören. Macht's gut, Leute. Bis bald. Tschüss.